Ich habe eine unfassbar schöne Zeit hinter mir und ich will mit keinem tauschen. Ich bin auch stolz auch auf mich und dass ich meine Ziele so erreicht habe und dass ich diese ganzen Titel gewonnen habe. Und es war für mich auch irgendwann mal eine Frage der Zeit, wann ich sage, okay, natürlich merke ich dann auch mal meinen Körper. Und wie gehe ich dann mit der Situation um? Erstmal habe ich meine Zeit genossen, wo ich noch bei meiner Familie war. Das tat mir sehr gut. Ich glaube, das hat mich auch geprägt für das, was danach kam alles. Und man wechselt zu einem großen Verein wie den FCR Duisburg, wächst zu einer Nationalspielerin heran, gewinnt mit Duisburg, mit Frankfurt Titel und ja, spielt mit den besten Spielerinnen zusammen. Und das waren meine Ziele, meine Träume, die ich erreichen wollte. Für mich war einfach klar, dass ich ab quasi Anfang dieser Saison für mich entschieden habe, ich gebe das auch ein bisschen ab an die Jungen, die müssen jetzt auch mal lernen, Verantwortung zu übernehmen. Sie lassen es mich auch, dass ich immer noch ein bisschen der Chef bin außerhalb des Platzes, aber wenn ich auf dem Trainingsplatz bin oder wenn ich auf dem Feld bin, dann hören die schon sehr viel auf mich. Und, ich meine, die Erfahrung habe ich und die gebe ich ihnen auch weiter, aber eben auf eine positive Art und Weise. Die Mädels wollen natürlich alle immer noch so, komm, mach doch noch ein Jahr, mach doch noch ein Jahr. Aber ich habe viel für den Frauenfußball gemacht. Ich hatte auch einige Verletzungen. Das muss man dann erstmal wieder wegstecken und dann genauso stark wieder zurückkommen, dass ich auch geschafft habe. Und mein Körper merkt das auch. Und das tat mir gut, es einfach auch mal abzugeben. Es ist Zeit für die Jungen. Ich habe das jetzt noch ein Jahr mitgetragen und die machen das eh total gut. Und das war für mich dann auch eine gute Entscheidung so.